Oh, das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Leute vom Selander hier sind und das Essen schon mitgebracht haben, unter irgendwelchen größeren Stahlhauben oder so. Ja, wir dürfen bestimmt noch nicht anfangen. Das ist bestimmt so ein, wir warten auf alle, so ein Ding oder sowas. Naja, ich glaube, die Tische müssen ja auch erst aufgestellt werden, die ganzen Sitze und so und ja. Hätte das mal einer organisiert. Ich glaube, darum hat sich Abel mir gekümmert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine schon. Na dann. Oder Iserun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Einer der beiden Magier. Irgendwer wird's gemacht haben. Ich nicht. Und was ist jetzt dein Plan für diese Festivität? Ja, ich gehe jetzt gleich erstmal, wenn es bald beginnt, meine Plus 1 holen. Deine Plus 1? Immer. Was verschweigst du mir? Na, wenn du Liebschaften meinst, das nicht. Die Plus 1 ist die örtliche Travia-Geweihte, die ich dazu einladen wollte, weil ich einfach der Travia-Kirche und ihr persönlich auch einen Gefallen tun wollte. Ah. Und ja, sie ist verheiratet und sie meinte auch schon, dass hier keine unkeuscheren Dinge abgehen sollten, aber davon bin ich fest überzeugt bei so viel Hochadligen, dass sie jetzt hier nicht die unkeuscheren Dinge abgehen. Ich glaube auch nicht, dass du es hinbekommst, dass sie sich mehr Raja als Travia zuwendet, aber naja, man kann hoffen. Nee, ich meinte nicht sie, sondern allgemein die gesamten Gäste Ah. hier. Ach, das wird ein Brüderhaufen, da bin ich ziemlich sicher. Gibt es ja wenigstens Rauschkraut oder ist das auch verboten? Das weiß ich gar nicht, ob das hier verboten ist in den Landen. Iserun kennt sich damit aus. Die spricht immer von irgendeinem komischen Index. Und Jalan nennt den auch manchmal. Ich glaube, die beiden kennen sich damit aus, was erlaubt ist und was verboten ist. Ja, egal. Ich zeige mal auf die drei Geweihten hinter mir. Ich und die, wenn du vorbeikommen willst, wir machen uns eine schöne Party. Das wird ganz lustig, glaube ich. Weißt du, wo die Zwerge abgeblieben sind? Ja, die hocken hier im. Hier da unten in dem Bereich hinter den Cellar-Thermen kann man jetzt gerade von hier aus nicht sehen. Da hockt der Zwergenkönig zusammen mit dem anderen Dings zusammen. Die haben die Lanze da hingestellt und sind da jetzt gerade Steinstatuen am Basteln. Die Steinstatuen? Lanze haben die natürlich nicht die ganze Zeit dabei. Die liegt irgendwo rum, ihr wisst nicht genau, wo die ist, aber Igna hat da eine ganz normale andere Waffe. Achso, ich dachte, die Lanze wäre jetzt mit auf dem Dings hier. Nein, Ja, die wird die basteln morgen auf jeden Fall an den übergeben. Statuen, an so kleinen Statuen rum, die sie machen. Das eine sieht aus wie ein Zwerg und das andere könnte vielleicht aber ein Drache werden oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er sich bei dem Thermenbesitzer hier noch ein paar Blöcke Marmor und so geordert. Der will noch anscheinend weiter basteln, der Zwergenkönig. Naja, dann. Ja, ich glaube, wenn ihr zwischendurch ein Bier bekommt, ist das für den die beste Party, die Langbeiner hier auf die Beine stellen. Ich bringe ihm nachher mal ein Fässchen vorbei. Haben wir eigentlich Bier und sowas? Ja, ne, bestimmt. Ich Hat er glaube, dass der Abel bestimmt mir wieder alles besorgt hat. organisiert. Ja, gut. Muss mal einen dieser laufenden Klappstühle hier fragen, die hier rumrennen. Die werden das bestimmt wissen. Ja, ich suche mir dann auch direkt mal irgendeinen Bediensteten. Du da, komm mal her, komm mal her. Du da, ja, Ja, her. was? Entschuldigung. Haben wir Bier? Ja, haben wir. Okay, In der Küche. kannst du so ein Fässchen zu dem Zwergenkönig bringen? Ja, kann ich machen. Super, dankeschön. Gerne. Pferdocker oder was soll der haben? Du geh. Bring ihm das Beste, was du hast, und wenn ihm das nicht schmeckt, frag ihn, was er sonst will. Okay, mache ich. Danke. Meckern wird er eh. So, ich muss jetzt los. Obwohl, wann beginnt das Fest nochmal? Wie viel Zeit haben wir noch? 18, glaube ich, 18 Uhr. Ja, genau, aber ich wollte sowas in die vierte Stunde wir wohl haben. Ja, lass mich in den Himmel gucken. Es könnte zwischen 12 und 17 Uhr sein. Irgendwas in der Richtung. Also immer wenn du zum Tor guckst, du siehst dann, dass die ersten vor der Bühne stehen und so 10 Gäste sind wohl schon eingetroffen. Ja, super, dann warte mich Fängt mal an. auf den Weg und hol mal die Geweihte ab. Dann habe ich eine Frage an einmal, ja, alle. Abelmir, Iserun. Ablaufplan. Was soll jetzt erst geschehen? Sagt mir doch mal bitte, wie der Abend geplant ist von euch. Sollen die gleich rein? Sollen die draußen warten? Was habt ihr vor? Genau, also die erste halbe Stunde ist halt, wir warten darauf, dass alle langsam eintrudeln. Es wird Musik gespielt. Man kann sich halt noch im Park aufhalten, da ein bisschen spazieren. Man kann aber auch schon reingehen. So, und nach einer halben Stunde beginnt dann eine Tanzdarbietung der Raja-Geweihten. Und danach geht es dann zur offiziellen Begrüßung. Gut.
Das heißt, das ist jetzt 18 Uhr durch. Die Leute stehen vor dem Tor. Es hat sich eine kleine Schlange gebildet. Jeder wird nach und nach, okay, gut, die Leute, die da vorne am Tor stehen, können ich richtig gut lesen. Und das dauert deswegen ein bisschen länger. Muss man ab und zu nochmal den Namen buchstabieren. Das hält den ganzen Betrieb nochmal ein bisschen auf, aber ja, sie kommen rein. Gut, derweil kann Ömer in Richtung des Travia-Tempels gehen. Der ist um die Ecke, kann man so sagen. In Gareth ist natürlich... Der Dorfke ganz gerne. Man will die, ja, ganz klar. Erfüllen. Super. Nee, dann kannst du gerade eine nehmen, die leer geworden ist. Siehst du wohl wie Litbrand von Darbonia. Gut, du hast das nie so ganz mit Namen gehabt, aber irgendeine hohe Dame, irgendein hoher Herr, die da gerade aussteigen und ja, kannst dann in so einen blauen Alrik steigen und zum Travia-Tempel fahren. Genau, lässt man da gebührend Abstand, dass man den Leuten nicht zu nahe kommt, Geweihte und vor allem auch jetzt hier Adlige wollen ja mal den Abstand zum Gemeinvolk und dann fährt man dahin. Gut, kannst sie abholen, einladen. Du siehst auch, wie sie in ein unglaublich hübsches, ausladendes, hochgeschlossenes Gewand gekleidet ist. Travia ist orange, ne? Genau, Pereine ist grün und sie ist jetzt in ein hochgeschlossenes, orangenes Gewand gekleidet, auch mit ein paar Sticksymbolen, das sind natürlich selber gestickt und du siehst, ja, das Einzige an Haut, was du von ihr siehst, sind dann die Hände und die Knöchel an den Füßen und sie sieht für ihr Alter, sie ist jetzt so, gut, wie alt wird sie sein, 60, 70, kann man bei ihr nicht einschätzen, ne? Aber sie sieht hübsch aus. Früher, vor 50 Jahren, könnte sie vielleicht mal was für dich gewesen sein. Und verneigt dich tief vor der Geweihten. Euer Gnaden, ihr seht bezaubernd aus, eines Festes würdig. Oh, danke, Ömer. Travia zum Gruß. Das ist die Kutsche für uns? Ja, das ist die Droschke, die ich bestellt habe. Ausgezeichnet. Mein Mann wünscht uns noch viel Spaß und ich darf so lange wegbleiben, wie ich mag. Er vertraut uns beiden. Zwinkert sie dir zu und gibt dir dann die Hand, damit du ihr in die Kutsche hilfst. Ja, ich helfe natürlich in die Kutsche, aber sage ich, das ist sehr großzügig und sehr vertrauensvoll. Gut. So könnt ihr dann gemeinsam mit der Kutsche zurückfahren. Möchtest du noch den Weg, so 10 Minuten, 15 Minuten, noch irgendwie überbrücken? Nein, nein, man wird ihr vielleicht noch erzählen von wegen jetzt hier, dass wir viele Söldner haben, dass es eigentlich nichts passieren sollte und dass wir auch Ohaya erwarten, dass wir natürlich auch jetzt hier die Reichsregentin eingeladen haben, aber wir sind nicht sicher, ob die dann erscheinen wird, weil die doch sehr viel zu tun hat. Und ja, ganz, ganz viele hohe Leute erwarten wir. Über 100 Gäste sind geplant. Ja, ja, die meisten kenne ich ja auch irgendwoher schon. Man begegnet sich dann auf, viele Feste mache ich nicht, aber wenn dann mal sowas ansteht wie, das Frühlingsturnier, da sieht man ja solche Leute dann auch ganz gerne und plauscht dann ein bisschen, auch wenn wir nicht viele Gemeinsamkeiten haben, aber das eine oder andere Mal habe ich natürlich auch schon mit der kleinen Rohaya geredet oder, die ist ja auch schon so groß geworden. Ja. Wenn ich mich so unter den hohen Leuten bewege, vielleicht muss ich irgendwann mal lernen, wie man sich besser benimmt. Mein Benehmen ist irgendwie... Ich weiß viel darüber, aber ich falle immer in alte Muster zurück. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwann mal ein paar Tricks zeigen, was man tut, wenn man nicht den Ärmel benutzt, um sich die Nase sauber zu machen stattdessen. Ja, ja, ich hatte ja zu Anfang auch damit ein paar Probleme. Aber ich habe gelernt, all das, was auf dem Tisch liegt, muss auch benutzt werden. Also Gabel, Messer... oder Löffel und dann am besten in der Reihenfolge, wie sie dort liegen. Das heißt, man arbeitet sich von außen nach innen. Und wenn dort eine Serviette liegt, dann benutzt man die auch. Und das nicht nur zum Munterputzen, sondern dass man sich eben die auch über das Kleid legt oder den Anzug. Sie schaut mal auf deine Tracht und zupft dann nochmal so ein bisschen dein Turban zurecht, den du dir aufgesetzt hast. Nickt dann deinen Gürtel, deine Schuhe und ist wohl auch sehr zufrieden, so wie du aussiehst. Ja, ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm, wenn wir mehr am Rand sitzen müssen, aber die hohen Gäste sitzen dann eher so in der Mitte und... Nein, ja, das interessiert mich nicht. Oh, ich sage immer so, in der Mitte sitzen dann gerne auch mal die lustigen Leute. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht lustig bin, aber da sitzen dann ja auch oft die Raya-Geweihten und wenn ich dann am Rand ein bisschen meine Ruhe habe, dann das ist völlig okay. Du darfst aber auch dich auf dem Fest bewegen. Du musst nicht die ganze Zeit auf mich aufpassen. Mir passiert schon nichts. Ich gehe nicht davon aus, dass hier was passiert, sondern ich will einfach nur
dass ihr sozusagen, wenn ihr etwas benötigt, sofort zur Stelle sein kann. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Ein thulamidischer Sultan. Heißt doch so, oder? Die Sultane sind bei uns genau die ganz hohen Männer, die bei euch die Könige sind. Ja, ihr seht aus wie aus einem Märchenbuch. Dankeschön, das Kleid habe ich selbst gemacht. Den Anzug. Den Anzug, okay. Ja, und so kannst auch du dich in die lange Schlange einreihen und wirst dann nach und nach wieder eingelassen. Was tun die anderen? Irgendwelche besonderen Gäste, auf die ihr warten wollt, irgendwie, ja, wie wollt ihr die Zeit überbrücken? Ich würde mich mit meinen Chorgeweihten hinter mir in den Eingangsbereich stellen, also so da, wo diese ganzen Gäste ankommen, meine Arme verschränken und die alle angucken. Böse? Nein. Da muss ich ja präsentieren. Nur der Anwesenheit halber und keine Ahnung, mich mit meinen Chorgeweihten unterhalten. Ich nehme nicht an, dass mich da von denen einer freiwillig anspricht. Ich stelle mich irgendwo so zwei Schritte neben aber mir auf, lass ihn das ganze Kropfzeug begrüßen und suche mir noch die wichtigen raus, die dann auch mal durch die Schlange genutzt werden. Also so Kaliber Rohaya, Leonida und wer war der dritte wichtige? Tut mir leid, ich habe ihn vergessen. Der Prinz. Der Prinz, genau. Prinz Hagrobald. Also der vom großen Fluss, genau, Hagrobald. Mhm. Ja, die letzten beiden wirst du finden. Rohaya ist wohl noch nicht da, hat sich da auch nicht in die Schlange eingestellt, das wird sie nicht tun. Die fehlt noch. Die wird wohl einen Auftritt machen. Wenn dann so langsam mehr Gäste eintreffen, würde ich mit meinen beiden Begleitern dann auch langsamer in die Thermen reingehen. Ja, mit Walner Yitzkok und mit deinem Minnen, das kannst du tun. Genau, vielleicht einen Sitzplatz für den Geweihten finden. Vielleicht möchte der sich gerne setzen. Nach einem langen, ausgiebigen Spaziergang setzt er sich sehr gerne hin. Kannst ihn da abladen und mittlerweile sieht es hier auch sehr gut aus. Die Tische werden wieder erneut aufgebaut und die ersten silbernen Schälchen bzw. Abdeckungen werden dann auch wieder hier am Rande hingestellt, damit es dann, ja, Buffet hattet ihr ja nicht bestellt, sondern ein Gängemenü, aber ja, die Speisen werden schon mal präsentiert. Ich stehe so im Hintergrund hinter dem Eingang und nehme alle hineingelassenen Gäste in Empfang und führe sie zu ihren Sitzplätzen, halte wenig, aber dennoch Konversation und heiße jeden persönlich willkommen. Ja, ich würde auch vom Eingang, zwischen Eingang und den Sitzplätzen, also zwischen der Therme, wahrscheinlich hin und her rennen, wenn am Eingang nicht viel los ist, kontrollieren, ob die Sitzordnung stimmt, alle Sitzkarten nochmal kontrollieren, so Kleinigkeiten kontrollieren, ob die Gabeln auf wirklich im richtigen Platz sitzen, was man so macht, ob die Pflanze vielleicht irgendwie im Weg steht oder ja, wie so ein Drache halt über allem wachen, was schief gehen könnte. Cool. Das ist was eine schwarze Robe hat. Mit einem Ruhepuls von 140. Wie sieht das eigentlich mit den Wachen aus? Ich meine, das sind jetzt ja alles irgendwelche hohen Leute. Kommen die alle mit Wachen an und wo gehen die alle hin? Nein, wirkliche Wachen werden die nicht mitbringen. Die reisen ja auch irgendwie mit Kutschen an und da werden dann die Leute in der Kutsche zurückbleiben, wenn sie dann welche mitgebracht haben oder am Tor zurückgelassen, wenn sie jetzt nicht gerade Rohaya heißen, wie gesagt, die ist noch nicht da. So Hagrobald kann sich natürlich auch verteidigen. Der hat dann, der hat nicht mal mehr ein Kunstschwert dabei, also was dann irgendwie am Gürtel hängt, so ein Zierschwert, das wird man eben, also heute wird keiner irgendwie Waffen dabei haben. Zumindest nicht auf den ersten Blick, was du da irgendwie sehen kannst, was irgendwie die Sicherheit gefährdet. Okay, gut. Ein paar Damen, die sich da noch irgendwie, ja, draußen mit den Söldnern unterhalten, aber die werden dann, wie gesagt, alle stehen gelassen. Gut, gut. Ich würde mir noch mal gern die Akrobaten suchen, die wir hier eingeladen hatten. Ja. Du kannst sie finden. Stehen wahrscheinlich irgendwo neben den Reihegeweihten an der Bühne. Vermute ich.
Ja, macht Sinn. Gut. Gut, dann trete ich auf die zu. Ihr seid die Akrobaten hier? Ja, richtig. Irgendwas nicht zufrieden? Oh nein, ganz im Gegenteil. Ich würde nur gerne etwas mit euch besprechen. Und zwar, ihr seid ja bestimmt schon an dem großen Basaltfaustkrieger vorbeigekommen, richtig? Ja, der ist nicht zu übersehen. Genau. Der hat nämlich auch so seine kleine Nummer und ich würde mich freuen, wenn ihr den so ein bisschen ankündigen und in eure Nummer einbauen könntet. Ja, das können wir machen. Wann sollen wir das denn machen? Also jetzt in 10 Minuten oder? Ja, schon so demnächst. Also wir werden jetzt eine offizielle Begrüßung bald sprechen. Danach seid ihr dann, wie gesagt, dran und er würde dann zu euch kommen und seine Kraftnummer machen. Ja, das klar, das können wir machen. Also wenn wir ihn dann sehen und er uns ein Zeichen gibt, also sowas wie zunicken, dann können wir ihn auch gerne ankündigen. Ich habe hier irgendwie so einen Zettel bekommen, irgendwas von Magister, oder ich glaube, wir sollen hier nicht mehr Magister nennen, von Herrn Jamorenes, dann sollen wir irgendwann als stärkster Mann ankündigen, richtig? Ja, ganz genau. Es wäre wahrscheinlich am besten, wenn ihr euch noch kurz mit ihm darüber unterhaltet, wie genau das abläuft. Ja, das können wir. Ich werde mal auf die Suche nach ihm gehen und ihn dann gegebenenfalls zu euch schicken. Verzeihung, Fräulein von Spurgelsen. Ja, bitte? Seid ihr hier die Ansprechpartnerin? Worum geht es denn? Ich habe hier draußen zwei Magier. Der eine steht, glaube ich, auf der Liste, wenn ich das gesehen habe. Der andere wurde wohl durchgestrichen. Ich weiß jetzt nicht, ob die reingehen sollen. Zumindest keift und flucht und spuckt da rum und will rein. Und der andere kommt nicht mit, wenn der andere auch nicht darf. Ich habe die Namen hier nicht gemerkt. Irgendwas mit Google, Gulbera oder so. Wer nicht auf der Liste steht, wird nicht reingelassen. Wenn sein Begleiter nicht mitkommen möchte, ist das natürlich ihm überlassen. Na, okay, dann werde ich ihm das so sagen. Dann sollen die wieder gehen. Das ist ihnen überlassen, beziehungsweise dem einen ist es überlassen, der andere kommt nicht rein. Wäre ja noch schöner. Kopfzeug. Wie gesagt, ich spreche mit ihm und schicke ihn dann zu euch. Vielen Dank. Bekomme ich diesen Ausbruch draußen vor den Toren mit? Wenn du noch daneben stehst, ja. Wenn du ansonsten dich jetzt darum kümmerst, dass die Pflanzen zurechtgerückt werden, dann nicht. Ja, ich wollte hin und her springen sozusagen. Ja, nee, du hast gerade alle Hände voll zu tun. Isarun stand da gerade irgendwie draußen am Park und hat das dann als Erste der Zugehörigen, hat sie das als Erstes mitbekommen. Ich mache mich auf den Weg zu Rafim. Ja, ich nehme an, mich hat in der gesamten Zeit noch keiner angesprochen. Nö, also du wirst erstmal komplett ignoriert und niemand will irgendwas von dir. Sehr gut, ich bin zufrieden mit mir selbst. Gut, dann winke ich Rafim kurz zu. Rafim, auf ein Wort. Ziehen so ein Stückchen zur Seite. Ja. Habt ihr das Elixier mit? Ja, wartet. Rafim geht an seine Seitentasche. Ja, hier. Ja? Wunderbar. Wieso? Ja, ich habe gerade mit den Akrobaten gesprochen. Die kündigen euch an und integrieren euch so ein bisschen in ihre Nummer rein. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr euch gerade mit denen unterhaltet, wann das geplant ist und wann alles passiert. Damit alles gut abläuft. Macht ihr denn da noch so einen magischen Trick dabei? Das wäre doch ein guter Moment. Haben wir nicht sowas? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ja, keine Ahnung, lass es schwerer aussehen. Ihr könnt mit Sicherheit mit diesem Illusionisten sprechen, ob der auf die Schnelle was hinbekommt, aber ich persönlich kenne mich mit der Illusionsmagie nicht aus. Das ist nicht militärisch nutzbar. Okay. Kann man denn vernünftig mit dem Illusionisten reden? Man muss bei den Magiern ja immer vorsichtig sein. Naja, der wird bezahlt, also das ist... Ja, das hilft nicht. Aber ich denke, der ist schon mal in Ordnung. Genau, also die Akrobaten sind dort drüben bei der Bühne. Ja, okay, danke. Kommt Jungs, wir gehen. Und dann gehe ich mit meinen Chorgeweiden zu den Akrobaten. Hey, Rafim, ich habe mitbekommen, mittlerweile gibt's wohl Bohrenwein. Also, wenn du was willst, dann... Fett!
Ich hau dem Mann erstmal auf die Schulter. Das machen wir gleich. Nice. Ja. Ja, Mann. Sie springen so ein bisschen rum, hüpfen an dir rum, klopfen dir voll auf die Schultern und Iserun kann nochmal eine Sinnschärfe hören machen. Sie ist das Schwert um 5. Perfekt. Freuen sich gerade wie so kleine Jungs. Kurve weiter, Gonzo. Und Raffi will da wohl auch drauf einsteigen. Ja, ich bleibe einmal stocksteif stehen, drehe mich dann langsam zu den abziehenden Söldnern Chorgeweihten um. Ja, die gehen weiter. Die gehen, wie gesagt, gerade zur Bühne. Interessiert das auch nicht, dass du stehen geblieben bist, die kriegen das gar nicht mit, die feiern sich gerade selber. Nö, ich laufe denen hinterher und baue mich dann sofort vor denen auf und zisch die an. Sag mal, ihr meint das doch wohl nicht ernst. Ich dachte, wir sollen jetzt zu diesen Typen gehen. Ich meine den Bronwein. Ja, aber sonst wird die Party jedoch echt langweilig. Das ist mir scheißegal. Ja, das könnt ihr nachher machen. Ja, aber wir haben 200 Söldner hier. Reiß dich mal nicht so... Na ja, gut, also... Kriegen wir schon hin, ob wir jetzt 10 Chorgeweihte sind oder... Ja, ich meine, er ist ja nicht mal ein Chorgeweihter. Sind es halt nur noch 9 oder 8? Aber es macht einen schlechten Eindruck. Außerdem ist das Zeug illegal. Was ihr jetzt hinter verschlossenen Türen macht, das ist mir scheißegal. Aber auf der Feier passiert das nicht. Dann gehen wir in die Cellar-Therme. Die können wir doch verschließen, oder nicht? Ich glaube, Irma hat den Schlüssel. Ja, hinterher. Nicht jetzt. Das ist doch... Ach, Jungs, wir verschieben das. Aber vergesst es nicht. Nein, und viel, du sollst alles weg. Okay, nein, wir nehmen das nicht. Er schüttelt beim Kopf. Isarun, du darfst vom Magic Campus würfeln. Er ist bestimmt ein Lügenkünstler, der Mann. Ja, vielleicht auch nicht. Ich würfel mal Kultur. Er ist ein Rommeliser, also er hat eine mittelreichische Kulturkunde, die hast du auch. Du wirst ihn durchschauen, also. Nein, das machen wir nicht. Das war wohl gelogen. Er will das später auf alle Fälle durchziehen. Ja, später ist ja auch richtig. Ja, wir verschieben das auf nach der Feier. Ist euch das dann egal? Ich fixiere den Typen mal mit einem eiskalten Blick. Ich will es euch raten, dass ihr das nicht macht. Ansonsten haben wir noch ein paar Worte hinterher. Ist das eine Drohung? Darauf könnt ihr Gift nehmen, was ihr anscheinend sowieso gerne tut. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, boah, weit ist doch fast Gift. Raffi, klatsch ein. Junge, halt die Schnauze. Echt? Er schaut dich ein bisschen böse an. Oder nicht? Na gut, Spielverderber. Ich dachte, du wärst cool. Halt einfach die Schnauze. Ja, okay. Jetzt bist du mittlerweile davon überzeugt, dass du ihn davon abgebracht hast. Wenn Raffi mich nicht wieder dazu zu Blödsinn anstiftet, dann wird er das hinbekommen. Ja, Irma ist natürlich mittlerweile auch angekommen mit seiner Begleitung. Ich gehe gerade mal die Liste durch. Paul Berra ist abgewiesen. Dirion, Dirial, Zornbrech, Lomarion, der die Spektabilität aus Alanfa ist abgewiesen. Die Sagitta da Sambra, die Hauptfrau der Pfeile des Lichts, hat sich auch abgemeldet, gemeinsam mit ihrem Mann. Es gab da wohl Schwierigkeiten und sie hat Vertretung geschickt. Magistra, die kennt Isarun natürlich auch. Es handelt sich dabei um die gute, Krankenschwester, wenn man so möchte, zumindest diejenige, die sich um Dwewechen von Eleven kümmert. Frau Magister Larona. Oh, die kenne ich gut. Larona. Die kennt auch meine Knochenbrüche gut. Ja, die ganze Mannschaft. Genau, also ein weiterer Schnattermoor, der hier ist. Du siehst, wie Landor Gerano, die Spektabilität aus Betana, wohl auch dabei ist. Hast du noch nie gesehen, aber Abelmir hat vielleicht mal im Vorbeigehen auf ihn gezeigt und gesagt, das ist der aus Betana. Hilbert von Postbereiken ist selbstverständlich auch da, unterhält sich dann mit allen anderen anwesenden Magiern und im Vorbeigehen geht es mal wieder um Echsenverschwörung. Man ist sich nicht genau sicher. Wer sich im warmen Wasser schneller bewegt, der hat auf alle Fälle was zu verbergen. Wer draußen im nassen Regen sich langsamer bewegt, der hat auch was zu verbergen. Er wird im Laufe der Zeit darauf achten, auf exische Verschwörungen, die hier am Hofe greifen. Und wer gar nicht in den Regen geht? Frage ich jemanden vorbeigehen. Was? Oh,
Ritter Greifenmund, stellt euch doch etwas zu mir. Ich habe natürlich eine Vermutung. Der aventurische Bote ist natürlich auch hier erst eingeweiht. Das sind alles staatstragende Medien. Sie berichten natürlich nur positiv über das anwesende Haus. Als Bornländer kann ich mir diese Theorie erlauben. Aber ihr müsst wissen, wenn man auf die Augen achtet und sie teilweise Schlitze bekommen, dann sollte man auf alle Fälle mal schnell ein Ohr dem hinterher sprechen. Sprecht auf alle Fälle dann in dem Fall mit Adepta Spogelsen. Und ich habe ja noch eine ganze Menge gehört. Wir haben auf den maraskanischen Inseln nach eurer Abwesenheit so sehr viel entdeckt. Ich könnte euch meine Theorien zu dem Priestkult erzählen oder zu Srifsrif. Aber, wie gesagt, darum soll es nicht gehen. Ich habe ein paar, wenn ihr wollt, in 2 Wochen sind die Konvente. Und dort kann ich euch ein paar Theorien von sowohl mir als auch von Rakori Montagonis unterbreiten. Es wird bahnbrechend. Und sollte es mich wieder erwarten, dorthin verschlagen, werde ich mir das natürlich gerne in der Länge anhören. Aber unterhaltet euch auch lieber mit euren Kollegen. Achtet auf die Köpfe, Vor allem, wenn sie Alkohol trinken, können sie ihre Form nicht beibehalten. Dann kann es sein, dass sie entweder Haare teilweise schnell verlieren oder die Kopfform etwas eckig wird. Eckig. Jawohl, ich werde den Leuten ein wenig auf die Köpfe schauen. Entferne mich dann auch wieder aus der Unterhaltung, von der ich nicht weiß, warum ich sie begonnen habe. Ja, selber schuld. Ich stehe da so ein bisschen so im Hintergrund, habe das ein bisschen mit angehört, stelle mich dann neben Jan an. Also, eigentlich sind Echsen nicht ganz so gefährlich. Ich glaube nicht, dass sie sich so tarnen können. Ich weiß nicht, ich meine, er hat sehr viele interessante, wie nennt man das, Ideen gehabt auf Maraskan. Wie das mit den Echsen und ihr wisst schon, in Maraskan zusammenhängt. Glaubt mir, ich habe einige Echsen kennengelernt und nein, so etwas können sie nicht. Ja, Echsen will ich die Geschichte hören. Nur in meiner Heimat wimmelt es von ihnen. Ich will sie nicht hören. Gut. Damit sind, wie gesagt, alle anderen sonst eingetroffen. Wie gesagt, ein paar Leute fehlt, ein paar Leute wurden ersetzt. Rohaya ist noch nicht da. Gemeinsam mit ihrem Hofstaat, also der ausgedehnte Hofstaat. Rondrigan Baligan ist natürlich auch da, Barnhelm von Rabenmund ist da, Albak sowieso die ganze Zeit schon. Im Prinzip könntet ihr eröffnen. Magistra, ihr hattet das Eingangsprogramm geplant, nicht wahr? Naja, zusammen mit den anderen sicher, ja, ein wenig. Und wenn ihr dann noch wohl die Ehre übernehmen würdet, unsere Gäste zu begrüßen. Ich denke, das sollten wir alle gemeinsam machen. Immerhin, zumindest die im Theaterstück vorkommen. Ich werde einmal schauen, ob ich Abel mir von seinen Begrüßungen losgeeist bekomme. Ich schaue mal in dunkle Ecken, ob Ömer sich irgendwo rumtreibt. Ja, Ömer sieht man da natürlich neben einer Frau in orangen Gewändern. Ehrwürdige Mutter, Ömer, ich hätte dich fast nicht erkannt in so hochrangiger Begleitung. Travia zum Gruß. Travia zum Dank. Danke, hoher Herr, von Greifenmund. Nun, wir wollten jedenfalls die Gäste begrüßen. Insgesamt. Wenn ich ihn doch, jetzt an den Travia-Geweihte gewandt, wenn ich ihn doch einige wenige Momente entführen dürfte. Wird er schon an den Schultern gepackt und mitgenommen. Nicht, dass er sich aus der Affäre zieht. Ja, sie murmeln noch irgendwas, wird das wohl bejahen und dann kannst du ihn entführen. Hab Dank, euer Gnaden. Ich komme. Läuft man schnellen Schrittes mit. Eine sehr interessante Auswahl an Begleitung. Ich halte viel von der Travierkirche. Ich dachte immer, da würdest du es eher mit Fex halten, was das Betteln angeht und so. Auch. Aber ohne die Travierkirche wäre ich nicht da, wo ich bin, und ohne die Fexkirche auch nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die örtlichen Fexgeweihten hier nicht gerne öffentlich auftreten mit den Worten, das ist meine +1, mein Fexgeweihter. Zumindest nicht in Gareth. In Kunjum wäre das vollkommen akzeptabel.